Grüß euch! Jetzt beginnt die wunderschöne Sommerzeit und ich weiß nicht, wie euch das so geht oder was ihr da so macht. Jedenfalls bei mir ist es so, da bin ich irrsinnig viel draußen im Garten. Ihr wisst, mich da ein bisschen umgestalten, weil es immer viel Arbeit. Und dann ist man drinnen mit der Deko nicht so wirklich ja, dabei, sagen wir so. Man will es aber trotzdem schön haben oder irgendwo was stehen haben. Und deswegen möchte ich euch heute was zeigen, was ihr wirklich als Basis eigentlich nehmen könnt und ihr wirklich unterschiedlichst dekorieren könnt. Also, das wäre einmal die Variante und da zeige ich euch, wie man das Unterteil macht. Ich möchte es aber dann in frisch machen. Bitte nicht erschrecken, ich mache nicht das, das ist nur ein Beispiel. Ich mache es dann in frisch, damit ihr seht, wie ihr aus einem Grundgerüst komplett was Unterschiedliches machen könnt. So wie da zum Beispiel kann ich eine Vasen in die Mitte geben, ich kann eine Kerzen reingeben oder so ein LED-Licht gibt es auch. Kann ich auch reingeben, das leuchtet dann automatisch. Ich habe eine Lichterkette. Und als Beschreibung, also es sind wirklich nur, es ist ein Rot da drinnen, ich habe ein paar getrocknete Gräser, eine Muscheln dazu eingesteckt und das war es eigentlich schon. Es ist wirklich was Einfaches, das ist, kann man sagen, ist so eine Art Basis, eine Deko-Basis, wo ich die unterschiedlichsten Sachen machen kann. Und das Ganze, wenn jetzt jemand nicht in Trocken haben will, mache ich das Ganze jetzt in frisch. Also ich habe mir ein paar Sachen zusammengesucht, was mir gefällt. Natürlich wird jeder selber Farbe oder Blumen, was euch gefällt. Ich habe da einfach einen Basisdollar genommen, ein bisschen Sand drauf. Ich habe wieder eine Federn dabei, eine Muscheln, ein bisschen so ein Trockenmaterial oder zumindest das ist künstliches, das weiß ich aber noch nicht, ob ich es verwenden wir, eine Lichterketten und ein paar Blumen aus meinem Garten. Da sind ein paar Gräser dabei, so ein paar Herzblüten, ein paar Iris, eine Holunderblüte. Ja, das möchte ich einfach ein bisschen verarbeiten, wo ich beim Vorbeigehen gesehen habe, okay, ein paar kleine packe ich mir ab, die hätte ich gern drinnen und das wird dem die frische Variante. Aber was ihr am allermeisten braucht, ist ein normaler Wickelrot. Ihr könnt auch goldenen nehmen oder silbernen oder färbigen, wie es euch gefällt. Und das einfach übernehmen und so Schlaufen wickeln. In die unterschiedlichsten Richtungen. Ich weiß, das schaut jetzt ein bisschen komisch aus, aber ich werde zeigen, das ist nämlich da unterhalb die Basis auch. Einfach in der Mitte zusammenhalten, anziehen, wieder zu der Hand dazu nehmen. Und so einfach wirklich die ganze Rollen aufwickeln. Also so ein Wickelrad kostet 1-2 Euro. Und wenn ihr das seht, das ist eine Basis, wo ich eben trocken damit arbeiten kann. Ich kann frisch damit arbeiten. Es ist zart, überhaupt für den Sommer ganz lieb, finde ich. Wenn man nur ein paar Gräser einsteckt, schaut schon cool aus und ein bisschen Licht. Ja, das ist wirklich so ein Deko, wo ich sage, okay, das kann ich stehen lassen, ich brauche es nur mal ein bisschen austauschen, wenn es mir in den Sinn kommt und ich habe trotzdem was Liebes, ohne hat es wirklich einen Riesenaufwand. Ich weiß, im Sommer, man sitzt nicht so viel drinnen oder ja, die Tage sind länger, man ist gern draußen oder unterwegs, aber bei mir ist halt auch, dann düftelt man nicht so mal dumm und macht so aufwendige Sachen, es soll eher flott gehen und man will trotzdem was Schönes haben. Mir geht es halt so. Dann denke ich mir, ach, heute ist so schön, ich bleibe lieber draußen und ja. Und deswegen ist mir das eingefallen, weil ich möchte auf der Terrasse trotzdem ein bisschen was stehen haben. Aber ich glaube, das kennt ihr eh. Da geht es in alle gleich. Was ich sonst gern tue, ist eben die Sträuße binden, so wie der Blumenwrap oder so irgendwas habe ich auch schon gemacht, das bringt auch jeder zusammen. Nur mit dem Straußbinden bin ich draufgekommen, dass die meisten da wirklich ein Riesenproblem haben. Es ist auch nicht einfach, es ist nicht umsonst ein Handwerk. Und deswegen braucht man ein bisschen Alternativen, wo man sagt, okay, mit dem kommt man auch zurecht und der schaut trotzdem stylisch und cool aus. Weil einfach Blumen in der Vase geben, wunderschön, natürlich gibt es überhaupt nichts. Aber das ist, ja, oft will man ein bisschen was Außergewöhnliches haben. Der hat auch mal so ein liebes Kommentar geschrieben, dass es gar nicht so leicht ist, wirklich ein bisschen eine außergewöhnliche Blumendeko zu kriegen. Das fällt mir auch auf. Es gibt Geschäfte, ja, die was das machen, aber der Großteil ist wirklich, ja, machen wunderschöne Blumensträuße, aber so, wo ich sage, eine Deko zum Hinstellen, was mir länger bleibt, ist eher Mangelware. Keine Ahnung warum. Das hat sich der Trend anscheinend ein bisschen so entwickelt und deswegen machen wir selber.
So, jetzt habe ich dann meinen ganzen Draht darauf gewickelt. Ich sehe gerade, das wäre eigentlich auch eine coole Blumen. Vielleicht fällt mir da noch mal was ein. Aber jetzt bleiben wir mal bei unserem Thema. Jetzt habe ich da so ein Büschel an Draht, kann man sagen. Ein Wirrwarr. Jetzt nehme ich das Ganze, meine Hände raus. Und jetzt drucke ich mir das einfach in Form und denke, das gefällt mir. Süß runder sein, süß länglich sein, wie es aufs Teller aufgepasst. Oder so wie da mit der Kerze, dann mache ich innen ein bisschen ein Loch rein, weil da brauche ich dann ein bisschen Platz. Das kann ich da wunderbar noch verwickeln, noch unterhalb eindrapieren, wenn mir ein Draht zu weit wegsteht. Also es ist nicht schwierig. Es ist wirklich einmal einfach zum Aufwickeln, dass ich schon ein bisschen eine Basis habe, ein bisschen eine Form. Und dann tue ich einfach wie bei einem Tag ein bisschen eine Form draus machen. Das so eindrehen. Das tue ich gerne, damit es nicht so wegsteht. Einfach den Draht nehmen und ein bisschen drüber drehen. So, jetzt schaue ich mal bei meinem Gefäß. Ob mir das schon einmal da ein bisschen zu groß. Müssen wir ein bisschen zusammen. Jawohl, das ist besser. So, jetzt habe ich mein Drahtgestrüpp auf mein Gefäß da oben. Dann nehme ich meine Lichterketten, wenn ich eine haben will, und drapiere mir die dazu, dass es passt. Falls ihr eine Lichterkette dabei haben will, tue ich die jetzt da schon dazu eintrapieren. Dass ich sage, okay, da gefällt es mir, da will ich die drinnen haben. Oder so und so will ich sie oben haben. Und deswegen, ich liebe die da, die mit dem Draht. Die kann ich nämlich so wunderbar dazu einschlingen und auch ein bisschen verunkern. Das ist auf andere Lichterketten schwer, aber der ist da wirklich super. Ich weiß, viele werden sich denken, was soll denn das jetzt sein, wie schaut denn das aus? Aber ich werde sagen, das wird ein cooles Ergebnis. Und wichtig ist, dass ihr wirklich die Basis euch da ein bisschen Zeit nehmt, weil die bleibt euch ja. Und das soll wirklich so werden, wie ihr euch das vorstellt und dass es passend ist. Also da ein bisschen mehr Zeit investieren, denn es dauert nicht lang. Aber dass ich wirklich schaue, okay, so und so will ich das haben, die Größe passt, das Licht passt sehr gut und dann kann ich es ja immer wieder austauschen. Also ganz lieb ist sowas wirklich am Abend, entweder im Wohnzimmer oder irgendwo, es hat ein bisschen Licht, man hat frische Blumen oder eben das Trockene oder auch so ein, bei so einer Sommerparty oder man hat ein Grillfest oder irgendwas. Es ist also eine luftig leichte Deko, was wirklich ein bisschen die Leichtigkeit von Sommer widerspiegelt, finde ich. Trotzdem hat man ein bisschen eine Lichtquelle, das gefällt mir immer sehr gut, wenn es dann anfängt dämmern und finster wird, das ist, da braucht man nicht viel Licht, aber ein bisschen was. Weiß ich nicht, braucht man einfach, gefällt mir. Und ein grelles draußen, ein grelles Licht, hat man nicht so gern. Und dann soll eben nur so eine Kleinigkeit irgendwo leuchten und man sitzt beieinander, vielleicht noch ein Lagerfeuer dazu. Ja, das ist einfach wirklich eine angenehme Stimmung. Und die kann man sich wirklich daheim machen. Und das ist ja die Kunst, wirklich sich daheim etwas zu richten, so dass es einem gefällt, dass es passend ist. Das ist jetzt einmal mein Ausgangs-, meine Grundbasis. Und jetzt kann ich eine dazu geben, was ich will. Ich möchte ein bisschen Muscheln drinnen haben, wirklich sommerlich. Und die stecke ich mir da einfach rein. In den Sand oder in den Draht, je nachdem. Ich kann auch unterhalb das, den Sand ganz anfüllen oder einen anderen Sand nehmen oder überhaupt ohne. Ja, das ist eh wieder, ich glaube, das muss ich nicht extra erklären, das wisst ihr eh, dass es die unterschiedlichsten Möglichkeiten gibt. Die können ruhig ein bisschen, so wie am Strand, im Meer drinnen, einfach sich ein Platzerl suchen. Und jetzt nehme ich mir einfach eine Pipette, ich habe die mit Wasser befüllt, und ich stecke die da bei meinem Drahtgerüst innen rein. Wenn ihr es nicht frisch macht, sondern so wie da, dann macht ihr einfach ein Loch in die Mitte, gebt eine Vasen rein oder so wie da eine Kerzen rein, es ist im Prinzip komplett das gleiche Gerüst. Jetzt ihr sehen, schaut das wirklich komplett anders aus. So, jetzt nehme ich da meine Blumen und schau mal, was will ich da eigentlich reinhaben. Ich habe einfach ein paar Gräser. Die kriegt man überall, die wachsen am Wegesrand. Man kann ja zum Beispiel einzelne Margeriten nehmen oder so irgendwas. Schaut auch ganz lieb aus. Oft, wenn man spazieren geht, findet man
so kurze einzelne liebe Blüten. Und die gebe ich mir da rein. Es ist wirklich was Feines, was Zartes. Die kann natürlich mehr Röhren reingeben. Mir reichen aber die drei. Ich gebe da noch ein bisschen eine Gräser dazu. Das ist gerade so ein kleiner Gruß aus dem Garten oder aus der Natur. Das kann ich auch ganz leicht wieder rausnehmen. Dann habe ich ein paar Hollerblüten schon zumindest. Wird der erst aufgehen, aber die schaut so cool aus, finde ich, mit den grünen Knöpfen, was sie da hat. Passt das irgendwie ganz lieb. Ganz luftig leicht. Ich kann natürlich auch so wie die gelbe Iris, oder? Anstatt den weißen, oder ich kann es auch dazugeben, wenn ich es ein bisschen mehr haben will. Passt auch ganz gut. Was ihr habt, was euch gefällt an Blüten, was ihr vielleicht im Garten habt oder irgendwo günstig eine kriegt. Pfingstrosen sind jetzt auch bald im Kommen, schaut auch ganz lieb aus. Aber bei mir blühen gerade die lieben Herzillern, oder? Die mag die so gern. Und die sind ja wirklich etwas ganz, ganz Zartes. Und da nehme ich einfach so grüne Blätter, ihr könnt auch Gräser oder was nehmen, und ich schlinge mir die da bei den Draht. Und da habe ich eine, steckt das einfach durch rein. Ihr seht, ihr könnt damit echt alles Mögliche anstellen. Der Draht nimmt euch das überhaupt nicht übel. Ihr könnt da Rinden reingeben, Holzstücke reingeben, andere Blüten dazu einstecken, Gräser reingeben. Also da ist wirklich ganz, ganz viel Spielraum. Das reicht eigentlich schon einmal. Viel mehr brauche ich da nicht. Und ihr kennt meine Federn, aber unterhalb des Tableau ist schwarz. Und die haben ja so einen coolen Farbton wieder. Ihr seht, das spiegelt so grünlich an. Und ein paar gebe ich dazu. Es sind ja jetzt in der Früh die Vögel so lieb. Oder tagsüber auch, die sind jetzt voll aktiv. Wir haben einige Vogelhäuslern, wo sie gerade Junge drinnen haben. Ach, das ist so, so cool zum Schauen. Und ja, und da möchte ich das ein bisschen drinnen haben, weil das im Sommer gefällt mir das auch sehr gut. So, und das ist eigentlich schon die ganze Hexerei. Ein bisschen Rot, ein bisschen Lichterketten, ein paar Blüten, eine Reagenzgläser und je nachdem, ob ihr Muscheln reingibt oder andere Sachen, Murmeln, Silberkugeln, alles, was euch so einfällt. Und das ist ganz die gleiche Basis wie bei den da. Nur habe ich es da wirklich mit trockenen Sachen gemacht, mit getrockneten Gräser, mit getrockneten Dollenblütler, also was man halt so findet und trocknet, und in der Mitte eine Kerze noch reingeben und auch mit der Lichterkette. Also komplett die gleiche Basis, nur ihr seht, man kann das wirklich total unterschiedlich gestalten. Also noch einmal, das ist die Grundbasis. Es ist einfach der Wickeldraht aufgewickelt und eine Form draus gemacht, so dass sie angefällt. Ich kann das natürlich auch länglich gestalten. Da habe ich es mit Trockensachen gemacht, mit einer Baumschein. Da brauche ich mir den ganzen Sommer eigentlich nicht scheren. Man kann ein Solarlicht eingeben, bleibt wunderbar, schaut lieb aus, man hat keine Arbeit damit. Oder ich sage, ich mag Frischblumen haben, dann mache ich im Prinzip das Gleiche, nur gebe ich eine Röhrchen ein und die Blüten, was mir gerade gefällt, oder Gräser oder eine Blätter, je nachdem, was ihr gerne habt, was ihr vielleicht im Garten habt oder so unterwegs findet. Das wollte ich euch sagen, wie man eine Sache total unterschiedlich gestalten kann. Ich hoffe, euch ist es eine Inspiration, ein bisschen eine Anregung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Selberwerkeln. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.